Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit der Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories und wir können vielleicht mal diese Karte hier mal mitnehmen. Und diese Karte. Und diese Karte. Weil ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt mache. So, nein, die wollte ich nicht entfernen. Rein da. So. Du mal dahin. Du kannst ans Ende und du vor den Rüstor. Achso, ich habe schon. Oh. Wie viel kosten das? Ich hatte kosten das 30. Okay, die kosten doch ein bisschen sehr viel und der Trank kostet. Oh Gott. Ich kann nicht mal annähernd alle rein sie bringen. Ich kann. Ja, hauen wir sie wieder raus. Okay, dann nicht. Dann muss ich da erstmal beim nächsten Level up die KP erhöhen. So, hui, hier runter. Hey, Moment. Was auch immer diese Punkte bringen. Ich werde es noch rauskriegen. Sind da noch Kisten? Ne, da bin ich rausgekommen. So, was brauchen wir denn hier? Eine Level 1 Karte. Habe ich noch eine Level 1 Karte? Da hätte ich noch eine von. Und da auch. Ah, komm, nehmen wir die. Hui. Mach auf da. Ich möchte wissen, was es hier noch gibt. Ich möchte Bonus. Bonus möchte ich, nachdem wir letztes Mal fast nur am Quatschen waren. Hoppala. Ich wollte eigentlich angreifen, aber er wollte gerade irgendwie nicht. Okay. Ist in Ordnung, Sora. Oh je. Hoppala. Und du. Nehmen wir die noch mit dabei. Goofy Schmetterschlag. So. So. Aha. Was haben wir denn auch jetzt gekriegt? Nochmal das. Okay. Wie kann ich das jetzt schon auslösen? Achso, kann ich. Moment, so kann ich das löschen? Okay. Kann ich das. Muss ich drei nehmen immer? Scheinbar. Okay. 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 So. So. Hey. Na, Raumbegegnungskarte. Sehr schön. Danke. Wie er ihn nicht anvisiert hat. So. Sag mal, was du da. Au. Lass mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Könntest du mal ganz kurz, danke. So. Hoppala. Okay. Au. So. Ist klar. So. Was war das? Lösende Dunkelheit. Okay. Mogi-Punkte. Noch ein Mogi-Punkt. Hoppala. Yay, erwischt. Okay. Nehmen wir erstmal die Starken hier. Au. Okay.
Nope. Du nicht. Oh Gott. Ich brauche erstmal neue Karten hier. Hoppala. Ja. Bitte tu was. Na komm. Danke. Yay. Wuhu. Solange ich so viele Raumkarten kriege, ist das alles hier gar kein Problem. So. Wuhu. Aber es macht irgendwie Spaß. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass es Prioritäten bei den Gegnern gibt. Wie gefährlich die sind. Yays. Anhaltende Betäubung, okay. Heilung. Komm her. Ich möchte dich besiegen. Ah je. Nope. Level 1 Goofy-Karte. Komm schon. Die wird super schnell ausgestochen. Super. Wow. Hast du was getroffen? Nö. Könntest du... was war das denn? Klappersold, eine Feindeskarte. Sehr cool. Huch. Hallo. Oh Mann. Warum müssen da immer die Fliegenden bei sein? Die geben doch einen Keks. Yay. Drängende Dunkelheit. Okay. Da geht's wieder hoch. Und da haben wir eine spezielle Türe. So eine Karte habe ich nicht. Hey. Gemeinheit. Jetzt bin ich extra hier hingegangen. Um die Karte zu hier den Raum zu kriegen. Vielleicht muss ich auch nur alle Gegner besiegen. Huha. Ups. Was den Quatsch? Da steht ja jetzt die ganze Zeit diese scheiß Nuller. What the f. Nix da. Verdammt. Ach, komm schon. So. Na komm schon. Magiestufe 2. Danke, ich wollte gerade sagen, jetzt heil mich nicht die ganze Zeit. Nur ein Premium-Raum, okay. Verdammt. Das ist ja gemein, ich wollte da rein. Egal, vielleicht kriege ich ja irgendwann nochmal eine Karte dafür. Ui. Dann gehen wir halt hier durch. Dann halt nicht. Manu. Gemeinheit. Echt gemein. Komm, lass mich hoch. Du. Aber kampftechnisch unterscheidet sich das ja sehr stark vom ersten Teil. Meine Herren. Okay, ist ja Teil der Hauptstory, aber Teil nicht der Hauptreihe. Das finde ich bei Kingdom Hearts sowieso seltsam, dass sie quasi zwei Reihen haben. Eine Hauptreihe und eine Nebenreihe. Von der Hauptreihe sind bisher auch nur zwei Spiele erschienen. Yay. Ab durch da.
Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello. What do you want? No hogging the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Yay? Du hast übrigens die Welt geschafft. Hier hast du einen Bosskampf. Okay. Hallo, Axel. Wer auch immer du bist. Ah, ich kann aber sehen, was er als nächstes spielt. Das ist nice. Ich hätte einfach nur irgendwas spielen müssen. Der hat Schaden gemacht. Und warum habe ich ihn nicht mehr im Visier? Alter. Oh, er hat eine. Wow, er hat eine Kombi drin. Das sehe ich jetzt erst. Er kann Kombis starten. Oh je. Oh je. Ui, geh weg. Oh je. Ich habe nicht gesehen, dass der die Kombi gestartet hat. Wow. Die Nullerkarte muss ich mir echt aufheben. Eieiei. Nix da. Die Nuller-Karte noch? Ja, da. Das hält aber lange an. Je. Meine Fraser. Oh, er holt sich mit Feuer. Das sieht strange aus. Okay. Donald hat ihn besiegt. Danke, Donald. Aber interessant. Stufe erhöht. Ja, yes. Nice. Eine Feuerkarte. Cool. Oh, Betäubungsschlag oder mehr Karten? Betäubungsschlag. Ich finde neue Manöver immer sehr interessant bei sowas. Okay. Ziemlich hoch sogar. Gegner hat einen einzigen Schlag. Okay. Gut zu wissen. Another one? What to do?
kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Whoa! Okay. Das waren viele Karten. Ausgangshalle. Okay, ich schätze mal, da komme ich zurück nach Travers. Glaubst du, du kommst noch mehr von dort? Glaubst du, es kommen noch mehr von dort, wo Axel und der andere herkamen? Kann gut sein. Wenn das Axel wieder begegnet, überlasse ihn mir. Sehr gut. Kann ich irgendwas hauen? Nein. Sieht aber sehr cool aus irgendwie. Generierten Räume gelöscht. Später wieder zurück, musst du neue Räume mit neuen Raumkarten generieren. Okay. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by, you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. What was it called? Gorge. Oh, it was, Holly? Holler? Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around! Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Hey, Kartenerinnerung. Hallo PS4-Trophäen. Huch, was ist das? Eine Waber... Was? Die Waberkugel vor Sora ist ein Weltentor. Muss sich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast.
Stell dich da vorne drüben. Okay, da kann ich da einfach nur dahin zurück, wo ich hergekommen bin. In Ordnung. Vergeht eine Woche. Okay. Komm, wieso erinnere ich mich nicht? Das ist eine gute Frage, warum ihr euch nicht an Hollow Bastion erinnert. Meine Herren. Ich würde ja nicht. Ich wäre ja nicht in dieses komische Schloss gegangen, ganz ehrlich. Das hat schon so ein bisschen komisch ausgesehen. Und leicht unheimlich, aber egal. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Vielleicht finde ich ja noch einen Speicherpunkt. So, wohin geht man jetzt als nächstes? Agrabah, Olymp, Wunderland. Ich glaube, wir gehen dahin, wo es auch im Hauptspiel, im ersten Teil, als erstes hinging. Also ins Wunderland. Yes. Und danach geht's zum Olymp. Olymp. Aber ich habe gar keine Tarzan-Karte. Oh. Yay. Aber er wird wahrscheinlich nicht so rätsellastig sein wie Dingens. Aber das sieht genau aus wie der. Da kommen wir. Yay. Ich komme zu spät, ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Komme ich zu spät zum Prozess, dann heißt es mit ab mit meinem Kopf. Was meinst du damit, ab mit deinem Kopf? Bei Fell und Barthaar, ich komme viel zu spät. Und tschüss. Ab mit dem Kopf? Für so einen friedlichen wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Yay, Schlüssel des Anfangs. Okay, dann sind das immer so kleine Cutscenes quasi in den einzelnen Abläufen hier. Und das eigentlich Story-Relevante ist dann, oh Gott. Wunderland, yay. Ist ein Geschenk. Ich will das Geschenk haben. Kann man auch wieder mit den Blumen reden? Ach so. So ist das hier aufgebaut. Okay. Knüppeln wir uns erstmal ein bisschen hier durch. Muss vor allem noch lernen, auf was ich zu achten habe. Zum Beispiel muss ich jetzt warten, bis die Karte verschwunden ist. Und die steche ich ja sowieso. Oh, was war das? Roulette-Raum. Okay. Ein Geschenk. Hey, da ist nichts drin. Was soll das? Okay, ich glaube, da muss ich noch irgendwas aktivieren. Danke, Sora. Er wollte sich nicht umdrehen. Huch, was sind das für Gegner? Die kenne ich nicht. Oh je. Oh. Hoppala. Hoppala. Au. Lass den Quatsch. Ui, die halten ganz schön viel aus. Mal durch da. Was habe ich jetzt eigentlich? Hier habe ich schon dreimal Donald. Nee. Goofy, helf mir mal. Komm her. Die geben gute Erfahrungspunkte. Yay. Und eine blaue Karte. Waschen auf Pause, sehr schön. Das ist doch sehr gut. Okay. Was muss ich hier tun, um weiterzukommen? Ein bisschen Heilung. Huch. Wo war da ein Gegner? Hoppala. Wo ist er denn? Na komm. Dich kaputt. Nein, dich wollte ich zwar nicht. Scoopy.
Yes. Ringe der Dunkelheit, Stufe 9. Geil. Ich hab ihn erwischt. Okay. Die haben alle so große Level. Oh Gott, was ist das? What is this? Wow. Okay, what the fuck? Nehmen wir eine 2er, eine 4er und eine 6er. Und dann hauen wir da mal durch. Au. Was zum Geier, ey. Zum Glück können die hier nicht kombinieren. Nice. Stufenanstieg, auch nice. Boah. Au. Huch. Der hat meine Karte weggecountert. Was soll das denn? Alter. Was zum Teufel? Ja, ist okay. Was zum Geier? Ich habe gerade ein leichtes Problem. Au. Könntest du vielleicht mal kaputt gehen? What the fuck? Hoppala. Na. Kann ich nicht stechen. Was zum... Leck mich doch. Was zum... Danke. Wow. Was war das? Zufallsjoker. Okay. So, jetzt würde ich aber definitiv ein bisschen mehr Karten spielen können. Kann ich vielleicht, wenn ich das nächste Mal ein bisschen was habe, was tun. So. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Der Kampf war übrigens ziemlich lang. Gefühlt mäßig. Ja, ist okay. So, haben wir das. Hoppala. Du. Okay, kann sich scheinbar nicht hochschlagen. So. Au. Hey, was? Achso, der andere hat auch noch eine Karte gespielt. Unfair. Oh, aber lass den Quatsch. So, einmal. Oh je, ei. So. Au. Danke. Meine Herren. Stunde des Magiers. Yay. So. Hoppala. So. Ach, nicht schon wieder diese komischen Trötenviecher. Hey, what the... Ah, das war...
Kannst du bitte kaputt gehen? Eieiei. Danke, da war Goofy. Hey! Huch, da ist ja noch einer. Nur gut. Na super. Okay. Hoppala. No, 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 no. Ach, der heilt. Heilen die nur? Okay. Donald, komm her. Ach, die Ruhe beschwören die Viecher. Lass den Quatsch. Danke. Was zum Teufel? Was? Hey. Die Punkte möchte ich gerne behalten. What the fuck? Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Alter. Was zum Geier? Warum haben die solche Karten? Blödes Mistding. Friedlicher Schatz. Wow. Okay. Was zum Teufel? Was haben die solche Karten dabei? Was soll der Mist denn? Okay. Ich bin gerade maßgeblich verwirrt. Okay. Herzensbrecher. Nice. Oh, muss ich da einmal kommen? Achso, jetzt ist das da frei. Okay. Aber ja. Kann ich in den Raum zurück? Was passiert, wenn ich jetzt zurückgehe? Wird dann der Raum resettet oder? Na egal. Wenn der Raum resettet wird, dann sehen wir uns beim. Gucken wir mal, wird der Raum resettet oder wird er so gespeichert, wie er jetzt war? Wenn er so gespeichert wird, wie er war, dann ist das ja kein Problem. Ansonsten muss ich den beim nächsten Mal noch machen. Ne, der wird so gespeichert, wie er war. Sehr gut. Das heißt, ich speichere jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Und ich hoffe, ich habe mich dann irgendwie an das Kampfsystem irgendwann mal gewöhnt. Irgendwann mal. Ja, schauen wir mal. Also ich bin Zarok, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts. Ciao, Leute. Wenn das Speichern mal schneller gehen würde. Danke. Hey, hey, hey. Also bis zum nächsten Mal.